Ich grüße Hansa Bernecker, der zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecker. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, in unseren Gesprächen der letzten Wochen ging es ja immer wieder um Marktbereiche, wo Sie Korrekturbedarf ausgemacht haben. Ein Schlagwort beispielsweise war Tax raus, 40% Cash. Damit haben Sie sich natürlich aus dem Fenster gelehnt. Bleibt es bei diesem Einschätzungsrahmen, bei diesem Erwartungsrahmen und auch bei dieser strategischen Ableitung für das Portfolio-Management zu Beginn des Börsenjahres 2021? Ja, ohne Einschränkung. Es bleibt dabei, und das ist nun mal Börse, Übertreibungen, ich muss das immer wiederholen, werden korrigiert und Untertreibungen führen zum Gegenteil. Die Übertreibung haben wir das letzte Mal diskutiert und darin liegt das Risiko, also in den berühmten Internettiteln, um sie mal als Sammelbegriff zu verwenden. Ob das in 3 Tagen passiert, in einer Woche oder in 3 Monaten, kann niemand voraussagen. Dazu bedarf es eines Anstoßes, den wir noch in diesen, wie ich meine, nächsten 6 bis 8 Wochen erleben werden. Ich betone und muss das immer wieder unterstreichen, wir reden als Börsianer über Marktkorrekturen, nicht über die Qualität der Kerngeschäfte der Unternehmen, die dahinterstehen. Das ist also bedeutsam und das wird auch heute eine gewisse große Rolle spielen. Text raus, das klingt ein wenig pauschal und ein wenig so wie ein Glaubensbekenntnis. Wenn ich es so richtig verstehe, Herr Bernecker, ist aber das eher nicht gemeint, sondern es geht eher um die Frage der richtigen Marktbalance, um eine Frage der Bewertung des Timings und damit letztlich auch eine Frage der Chancenoptimierung im Depot. In der gestrigen Ausgabe der TB Daily, einem Tradingbrief aus unserem Haus, wurde wohlgemerkt nach einer ausgeprägten Kurskorrektur ein Trading-Einstieg bei Zoom Video Communications über ein Hebelprodukt aufgegriffen. Ist das die Blaupause, wie man mit solchen Tech-Unternehmen umgehen sollte? Also grundsätzlich mit einem Fokus schon auf der Käuferseite, aber eben in der Hoffnung auf etwas niedrigere Einstiegskurse? Genauso funktionieren technische Korrekturen. Zoom ist ja die bekannte Adresse, weil im letzten Jahr der Hype in Sache Videokonferenzen und war natürlich überdreht nach oben empfohlen worden und mit den Ergebnissen des Unternehmens weit übertrieben, obwohl das Ergebnis selbst oder die Entwicklung von Zoom ja exzellent läuft. Aber es geht um Übertreibung. Nach 40%, 35%, vielleicht auch 50% Korrektur, da sind wir jetzt schon dabei, ist das dann wieder ein Kauf. Denn dann stimmen die Ergebnisse der Firmen mit der Einschätzung des Marktes inklusive einer Wachstumsprämie wieder überein. Und dann kann ich investieren. Und genau das wird mehr oder weniger allen anderen Großen in den nächsten Monaten passieren. Ich betone Monate. Im Hype 2000 hatten wir das Gleiche. Dotcom hatte das Gleiche in der Stimmung der Märkte, in der Begründung der Empfehlungen seitens der Banken, Research Teams und sonstige. Und mit den gleichen Folgen, die wir schon dutzendfach besprochen haben, nämlich den anschließenden Korrekturen. Und das erbrachte damals gerundete Halbierungen. Das kann ich fast wie eine Schallplatte nun schon erzählen. Und genau das Gleiche passiert in diesem Sektor. Nicht in allen, nicht im Markt, nicht im Index, sondern in den jeweiligen überzogenen Titeln, die wir mehrfach diskutiert haben. Mit einem kritischen Blick auf die Hightech-Welt macht man sich dieser Tage nicht nur Freunde am Markt, denn es ist ja tatsächlich ein Hype. Die Stimmung ist offensichtlich sehr, sehr gut für diesen Bereich der Wirtschaft. Und Technologie ist ja auch etwas, was elektrisiert, was irgendwie Spaß macht, was Fantasie schafft. Und wir haben ja auch jetzt eine Reihe von Themen am Markt, die eigentlich vom Grundsatz her durchaus interessant sind auf lange Sicht. An der Börse geht es aber ja nicht primär um die Bewertung des Ist-Zustandes, sondern um die Bewertung der Zukunftsperspektiven. Und damit möchte ich überleiten auch zu unserer großen Betrachtung. Heute lösen wir uns ein wenig von der Herde der Börsianer, die vielleicht noch der Tech-Welt hinterher hechelt und hinterher schaut, kommen wir zur großen Überschrift für diese Sendung. H2 schlägt Internet. Herr Bernecker, was für eine große Story verbirgt sich hinter dieser These? Also das ist sicherlich eine mutige Formulierung und sämtliche Börsenleihen, sie stehen natürlich Kopf. Laien können das auch im Moment nicht sofort verstehen, das muss ich einräumen. Aber wir stehen vor einer solchen erneuten Konstellation, die ich schon mehrfach erzählt habe, alle 12, 13, 14 Jahre zu einem neuen Ansatz fährt. Alle diese rückblickenden Dinge will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Die letzten 10 Jahre waren geprägt, insbesondere die letzten 4 Jahre, von einer einmaligen Horse-Beurteilung, alles, was um Hightech zusammen, also mit Internet zu tun hat.
Dazu gehört ebenso Microsoft als Softwareunternehmen, als einziges produzierendes Unternehmen mit anderer Konsequenz wie Amazon und oder die sozialen Netzwerke, also Facebook und Google und meinetwegen auch Twitter und so weiter. Die ganze Welt ist zurzeit per Internet auf einer Kommunikationsebene in der Lage, sich zu verbinden. Das bedeutet, jeder Mensch kann mit jedem Menschen reden, jede Maschine mit jedem Menschen und jeder Mensch mit der Maschine und demnächst auch jede Maschine mit jeder Maschine. Das heißt dann zusammen Digitalisierung. Wenn wir dabei sind, dann heißt das, jedes Objekt der Wirtschaft, jedes Subjekt der Wirtschaft kann jederzeit per Internet seine Geschäftsfelder aufbauen und selbstständig darstellen. Vom kleinen Handwerker oder Bäckermeister angefangen bis zu den kompliziertesten Kombinationen, meinetwegen der Mondfahrt oder einer TV-Station auf dem Mond, wie Nokia es vorhat. Das ist das eine. Dieser Trend ist stabil und wird sich weiterentwickeln. Aber er wird nicht mehr hossieren. Er wird nicht mehr kein Hype sein, sondern in der Breite und nicht mehr in der Tiefe stärker sein. Das Gegenteil, und das behaupte ich jetzt, ist Wasserstoff. Wasserstoff, also H eigentlich oder H2, ist der Stoff, der einzige zurzeit ist, der die Rolle des Öls weitgehend übernehmen kann. Und ohne Wasserstoff, das ist die Erkenntnis der letzten 2 Jahre, ich betone 2 Jahre, wird demnächst das Thema Klimaneutralität nicht zu erreichen sein. Das ergibt eine ungewöhnliche komplexe Konstruktion der Überlegungen. Dazu gehören die Worte Windkraft, Wasserstoff, Erdgas als Kombination, um am Ende einen Wasserstoff herzustellen bzw. zur Verfügung zu haben, der in sämtlichen Bereichen der Wirtschaft anzuwenden sein wird. Angefangen vom simplen Stahl am Hochofen bis zu allen anderen Möglichkeiten, die es nun um E-Mobility, Brennstoffzelle etc. alles geben wird. Und das ergibt eine völlig neue Investitionsgrundlage für die nächsten nicht Monate, sondern Jahre. Natürlich ist das ein anspruchsvolles Thema und der ein oder andere wird damit auch seine Mühe haben, das zu verstehen. Aber die Komplexität in diesem eben genannten Dreieck Windkraft, Wasserstoff und Erdgas ist der Schlüssel dafür, wie wir diese Klimaneutralität demnächst erreichen können oder eben nicht. Und darauf zu spekulieren, das wird interessant. Nun, bevor wir gleich noch etwas tiefer in die Materie einsteigen, vielleicht zuvor einen Blick, wenn wir das Thema Wasserstoff auf die große Bühne holen, dann werden manche Anleger vielleicht auf Aktien verweisen, die in diesem Sektor schon sehr, sehr stark gelaufen sind. Wenn wir beispielsweise an Ørsted denken, an Nel, an Plug Power und wie sie nicht alle heißen. Es hat sich also ein gewisser Hype bereits entwickelt um dieses Thema. Sie, Herr Bernecke, hatten vor einigen Wochen ja auch schon auf Korrekturrisiken oder auf das Korrekturrisiko solcher Aktien hingewiesen. Auch so eine Einschätzung kann man schnell missverstehen im Sinne von, diese Aktien braucht man nicht mehr auf dem Kaufradarschirm zu führen. Andererseits ist es natürlich besonders spannend, bei großen Themen auf Pure-Play-Unternehmen zu setzen, also Unternehmen, die direkt und als Hauptgeschäftszweck, sagen wir mal, in diesem Metier unterwegs sind, wo das Thema nicht einfach nur ein Anhängsel ist an einem sonstigen viel größeren Komplex an Geschäften. Also wie sollte man auf solche Aktien schauen, die schon teilweise verrückt gut gelaufen sind? Wie ordnen Sie solche Unternehmen ein und auch deren Aktien im Kontext dieser Gesamtstory? Jeder Trend, der lange läuft und sich aufbaut, beginnt mit den ganz kleinen und schnellen, den sogenannten Piranhas. Das war in allen Fällen das Gleiche. Es sind die schnellen Techniker, die mit findigen Ideen neue Produkte kreieren. Entweder werden sie anschließend von den Großen gleich gekauft oder sie können sich selbst entwickeln. Die Skandinavier sind diesmal besonders schnell, kann ich nur sagen, Kompliment dazu. Und sie sind die Ersten. Aber die Breitenwirkung für die Batterie zum Beispiel oder die Brennstoffzelle werden nie von diesen kleinen Unternehmen getragen werden. Das geht gar nicht, sondern von den Großen. Ob die Kleinen also demnächst von den Großen übernommen werden, lassen wir jetzt mal offen. Sicherlich nicht zu diesen Kursen, aber dann eben nach den Korrekturen.
Vor dieser Spannung stehen wir. Die nächsten, die dann anstehen, sind dann diejenigen, die im Mittelfeld auch operieren, die schon eine Marktposition haben, die auch vertretbar ist, die auch eine Eigenständigkeit garantiert. Aber das reicht nicht, nicht ganz. Denn im Zuge des Wasserstoffgeschäftes geht es um sehr, sehr hohe Investitionen. Allein die Frage, wie kann man Wasserstoff herstellen, grünen Wasserstoff, bedeutet in den neuesten Rechnungen, soweit sie vorliegen, Beträge, die in den Größenordnungen von 4 bis 8 Billionen Euro allein für den europäischen Markt als richtig angesehen werden. Ich wiederhole, wir reden über Billionen. Die Beträge, die der Wirtschaftsminister Altmaier vorgetragen hat, sind bei Weitem nicht genügend. Es wird also sehr viel notwendig sein, um zunächst mal die Windkraft hinzustellen, zu etablieren, die in der Lage ist, den Strom zu besorgen oder zu erzeugen, woraus Wasserstoff entstehen kann. Schon dieser Vorgang ist ungeheuer kapitalintensiv und anschließend natürlich kompliziert in der Umsetzung. Schon jetzt gilt als sicher, dass Ostsee und Nordsee nicht reichen. Die Franzosen operieren jetzt mit schwimmenden oder werden beginnen mit schwimmenden Windkraftaggregaten ungefähr 100 bis 150, 120 Kilometer vor der Küste im Atlantik. Also eine komplizierte Geschichte. Aber ich wiederhole, mit Kohlekraft, ohne Kohlekraft und ohne AK müssen wir Windkraft herstellen und diese Windkraft wird wahnsinnig teuer. Also gibt es nur den Lösungsweg, grün geht nicht, weil es zu teuer ist. Dann gibt es also über Windkraft, geht es in die Frage der Wasserstoffkombination. Mit was lässt sich Wasserstoff verbinden? Die Franzosen sind darin am weitesten und werden wahrscheinlich Erdgas aus Algerien verbinden mit, also jedenfalls in die Planungen dahingehend, mit Wasserstoff verbinden, um daraus grauen Wasserstoff herzustellen. Und erst das wäre dann die Voraussetzung, dass es wirklich in die weitere Verarbeitung der Industrie geht. Also wir stehen vor einer ungeheuer komplizierten Kombination von Fakten und Elementen, die diese schwierige Frage der Klimaneutralität lösen soll. Wenn man das Ganze zusammennimmt, bedeutet das, wir haben es mit kleinen, schnellen Unternehmen zu tun, die bereits schon gut dabei sind, vielleicht ein bisschen überzogen sind und mit korrigieren werden. Dann gibt es die mittleren Firmen, die noch gar nicht genannt worden sind. Es gibt eine ganze Reihe von Autozulieferern zum Beispiel in Deutschland, die schon dabei sind, in der Windkraft eine bedeutende Rolle zu erreichen, nämlich die Windkraft, von der ich gerade sprach, um dann die Voraussetzung zu bilden für die größeren, meinetwegen auch Linde oder RWE, die dann erst in der Lage sein werden, mit ihrer Potenz, sei es in Deutschland, sei es in Europa, sei es weltweit, die Wasserstoffversorgung vorzunehmen und b, die geeigneten Möglichkeiten finden werden, gemeinsam mit anderen, die Klimaneutralität zu erreichen. Kurzum, wir reden alle von Klimaneutralität im großen Umfang, aber niemand weiß, wie kompliziert dieser Weg gegangen sein wird in den nächsten Jahren. Und jetzt bin ich Börsianer, wie verdiene ich daran? Nicht an Spielereien, die natürlich Spaß machen, Ballard Power oder Nell und wie die alle, oder ETM Power und wie die alle heißen. Die wirklichen großen Investments zur Klimaneutralität, die stehen jetzt erst bevor. Und daran möchte ich teilhaben. Und ein so fundamentaler Schwenk in der Energiepolitik kann ja weitreichende Folgen haben. Das kann Unternehmen und deren Aktien nach oben spülen oder auch in der Versenkung verschwinden lassen, neue Industrien hervorbringen oder neue Geschäftsmodelle auch hervorbringen. Machen wir in dem Kontext vielleicht auch mal eine regionale Einordnung. Ich denke da so ein wenig zurück an die deutsche Solarindustrie, die ihre Glanzzeit hatte. Aber wenn wir jetzt auf den deutschen Kurszettel schauen und dort deutsche Solarunternehmen suchen, dann ist es ja sehr dünn geworden. Eine traurige Geschichte im Grunde genommen dieser eigentlich ja guten Entwicklung. Welche Region wird nach Ihrer Einschätzung beim Rennen um den Wasserstoff, um Wasserstofftechnologien und so weiter die Nase vorn haben?
wie immer die findigsten. Die Franzosen sind im Moment in Europa jedenfalls die findigsten auf diesem Gebiet. Die Amerikaner haben damit bisher weniger Kontakt gehabt, weil deren Ölszene und die Ölkonzerne sind ja anders gelagert und verknüpft mit der amerikanischen Wirtschaft. Die europäischen Ölkonzerne oder Energiekonzerne, Royal Dutch, Shell bzw. BP, Total, sind ja klassische Ölwerte. Aber sie haben inzwischen erkannt, wie mehrere Interviews ja schon ergeben haben, dass aus ihren Erfahrungen mit dem Öl und ihrer Nähe zum Erdgas, einige sind ja bedeutende Erdgaslieferanten und auch unter Förderung tätig, nunmehr der Ansatz zu dem Sachverhalt über die Erdgasleitung und ihre Erfahrungen mit Erdgas eine Kombination zu finden zwischen A, produzierten neuen Wasserstoff, egal ob grün oder grau, und den eigenen Ressourcen aus Erdgas, Erdöl, nun eine Verbindung zu schaffen. Und Sie werden erleben, dass diese Verbindung mit H2 oder mit Wasserstoff insgesamt außerordentliche technische Möglichkeiten ergibt, die bisher in der Theorie bekannt sind, aber in der praktischen Anwendung, na sagen wir mal, vernachlässigt worden sind. Ich wiederhole, vor 3 Jahren hat niemand über Wasserstoff geredet. Aber jetzt ist es eben soweit, meinetwegen auch in den letzten 12, 15 Monaten hat sich das Thema so hochgeschaukelt, natürlich um E-Mobility herum, dass es ein Thema geworden und ein brauchbares Thema geworden ist, aus dem man umfangreich neue Industrien aufbauen kann. Und die Ölkonzerne werden demnächst, also, na jetzt will ich mal übertreiben, Wasserstoffkonzerne werden oder sagen wir mal zur Hälfte. Das ist eine völlig neue Idee für alle diese genannten großen Firmen, die natürlich ein neues Feld darin entsehen werden und auch über das Geld verfügen, über das Kapital verfügen, allein aus dem laufenden Ölgeschäft heraus, dies auch zu realisieren. Die deutschen Firmen sind nicht sehr gut dabei. Wir haben keine Ölfirmen von Bedeutung, abgesehen von Wintershall Dea unter dem Dach von BASF, immerhin. Und wir haben sogar Zugang zur Gasleitung Nummer 2 nach Russland, was wahrscheinlich sogar einen neuen Stellenwert erreichen wird in dem genannten Zusammenhang. Mehr haben wir nicht, aber dafür haben wir einen Weltmeister in der Gastechnik, Linde, oder einen ambitionierten ehemaligen E-Konzern, also RWE, der sich ebenfalls in diese Richtung bewegt. Also so ganz ohne sind wir in Deutschland diesmal nicht. Ob wir immer die Schnellsten sind, naja, muss ich nicht weiter wiederholen. Dafür sind wir meistens gründlich. Herr Bernecker, das Thema wird uns ja wahrscheinlich noch eine ganze Weile begleiten, denn es ist ein riesengroßes Thema, ein Megathema. Inwieweit haben die Zuschauer und Anleger es zu erwarten, dass dies auch in der Aktienbörse sich niederschlagen wird? Werden Sie dieses Thema dort auch begleiten? In der nächsten Aktienbörse, die morgen am Mittag erscheint, sind 2 Grafiken darin enthalten und auch der Sachverhalt beschrieben. Das ist eine Pflichtlektüre. Das muss man einfach jetzt frühzeitig sagen, und wir werden in diesem Teich, wenn wir das mal so sagen wollen, werden wir schwimmen und die besten Fische suchen, die darin schwimmen. Ob in den Nachbarländern, in Italien, Frankreich, da viel passieren wird, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Die einzigen, die technologisch auf diesem Gebiet mithalten, sind natürlich die ebenfalls konstruktiv sehr interessierten Schweizer. Zum Beispiel Gurit als einer der großen Spezialisten für die Darstellung der Windkraftflügel, also mit sehr speziellen Produkten und Qualitäten. Das wird eine der Stärken der deutschen, jetzt sagen wir mal mittelgroßen Unternehmen sein. Viele Familien gehören dazu, die nicht mehr an der Börse notieren, schade, aber immerhin. Dieses Szenario ist das Szenario der nächsten Zeit. Und unterschätzen Sie die Wirkung nicht, denn Deutschland ist ein Mittelstandsland, also mit Mittelstandsbetrieben, mit sehr hoher Qualität der Produkte und jederzeit in der Lage, solche Trends auch aktiv zu begleiten. Und das wird ein Rennen über Jahre werden, also nicht in 3 Monaten, das gehört natürlich auch mit dazu, aber dazu gehört auch hoher Sachverstand in der Sache und in der analytischen Begründung.
und nicht nur mit ein paar, na, sagen wir mal, lockeren Empfehlungen, wie sie ja gelegentlich herumgereicht werden. Also die Abonnenten der Aktienbörse dürfen sich freuen. Und liebe Zuschauer, falls Sie noch kein Abonnent sind der Aktienbörse, lade ich Sie ein, das zu werden. Schauen Sie gerne auf unsere Seite www.ichkaufeaktien.de. Dort haben wir auch das Angebot für Sie, dass Sie in den ersten 3 Monaten als Erstabonnent die Hälfte des Bezugspreises bei der Aktienbörse sparen können. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Und wenn Sie sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne ein Abo haben, würde aber trotzdem gerne den Brief haben, dann geht das auch über unseren Kooperationspartner, den Börsenkiosk, wo Sie Börsenbriefe auch im Einzelabruf erwerben können. Damit würde ich das Gespräch gerne abrunden. Herr Bernecke, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Gedanken. Und liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute mit hier dabei waren. Ihnen noch einen richtig guten, sehr erfolgreichen Tag und natürlich auch ein richtig gutes und sehr erfolgreiches und gesundes Jahr 2021. Machen Sie es gut. Ein gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen ebenfalls, ein gesegnetes und vor allen Dingen erfolgreiches und mit viel Weitsicht verbundenes, wie wir es gerade jetzt dargelegt haben, und nicht von hier bis zur Nasenspitze denken. Danke.